Kroger! Gib Schaufel, Junge. Ja, das ist okay. Meilen ist super, weil wir haben genug Meilen. Ja, dankeschön. Falls du noch was brauchst, krähe einfach. Oh, fuck, die Blumen stacken sich gar nicht. Ach, du Heilige. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber nicht gut, dass die sich nicht stacken. Uncool. Deine Rolle als Mönch und Bösewicht in Ghost of Tsushima hat uns alle sehr begeistert und einen Streamer sehr amüsiert. Echt? Okay, das freut mich. Da muss ich auf jeden Fall, da geht auch nochmal Liebe raus an Sony Interactive Entertainment. Die Zusammenarbeit hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und falls jemand, also falls Sony nochmal irgendwann ein Spiel macht oder so, ich stehe gern zur Verfügung. Also ich melde mich da auch gerne. Ich bin sofort dabei. Ja, also die Rolle hat mir auch einfach Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war wirklich, das war top. Ja. Ich konnte die Rolle förmlich fühlen, muss ich sagen. Digga, du stehst im Weg. Null. Aber jetzt ganz ehrlich, steckt irgendwas Asiatisches in dir, Oom oder sowas? Tati, das einzig Asiatische, was in mir steckt, sind wahrscheinlich Frühlingsrollen und Hähnchen süß-sauer. Und davon ein Skorpion. Und davon viel zu viel. Und deshalb sind meine Augen sehr asiatisch, vor allem wenn ich lache. So, jetzt müssen wir uns aber konzentrieren, weil, guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Schatzi, bleib mal stehen, ich hab was Schönes Netz für dich. Ich fang dich jetzt und verkauf dich. Ist doch ganz einfach, ne? Schatzi, ist doch ganz einfach. Ich fang dich und dann mache ich eine schöne Suppe aus dir. Lecker schmecker Skorpionsuppe. Das ist super lecker, das schmeckt wunderbar. Schmeckt wie Kacke riecht, ne? Haha, jawoll! Sauer! Nice! Jetzt können wir endlich mal einen Skorpion verkaufen. Voll geil. Nepan, also falls du dich wirklich fragst, ob es das so ist, nein. Also in mir steckt nicht, dass ich wüsste, irgendwas Asiatisches. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich, wie gesagt, nicht, dass ich es wüsste. Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Wir haben keine Angel. Wir haben keine Angel. Ein Reiskuchen vielleicht. Auch das ist möglich, ja. Auch das ist möglich. Okay, haben wir noch irgendwo Blumen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir haben. Die Blumen hier. Das können wir mal hier die Kokosnüsse mitnehmen. Japanische Aussprache, ja gut, das ist aber, weil ich, lange Zeit tatsächlich Austauschstudentin in Tokio war. Da war ich sehr, sehr lange, ja, fast 19 Monate war ich Austauschstudentin in Tokio. Deswegen beherrsche ich die japanische Sprache fließend in Schrift und Sprachform. Tobi war Austauschstudentin. Ja, als Student haben sie mich nicht genommen. Da habe ich mir eine Perücke aufgesetzt, ne? Und dann plötzlich am japanischen Konsulat. Oh, guck mal, deutsche Frau mit großen Brüsten. Und dann ging's. War kein Problem.
War kein Problem. Ging sofort. Ging sofort durch, die Nummer. All die schönen Insekten sind davor. Ja, wir haben keinen Platz. Wir haben nur Blumen dabei. Wir haben nur Blumen dabei. Miss Skellington, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Und Trash Productions, Dankeschön für 17 Monate. Widgie, Dankeschön für deinen Prime Sub. Und TP Black Shadow Leon, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Tobi hat dann in Japan seine Höschen an den Automaten verkauft. Ja, klar. Ich meine, irgendwie musst du ja dann auch über die Runden kommen. In good old Japan. So, pass auf, wir gehen mal den Skorpion verkaufen. Wollen wir den Skorpion verkaufen? Was bringt der, wenn wir den verkaufen? Ich glaube, ich möchte den aber nicht an der Kiste verkaufen. Nee. This is not much enough. Wenn ich das mal so sagen darf. So, Blumen. So. So. Ja, ja. Was macht man nicht alles für eine Sternebewertung, ne? Blümcher hier und da. Oh ja. Das ist was wir need. Wenn das eine deutsche Insel wäre, dann müsste ich die hier richtig nach Farbe sortieren, ne? Mach ich aber nicht. Sehe ich jetzt nicht so. So. Ich kann doch da eigentlich auch noch einen Zaun drum machen dann, ne? Man müssen wir erstmal nicht machen, aber erstmal... Ich setze einfach nur mal die Blumen. Wir müssen die ja nicht so lassen, ne? Wir können die ja später noch wegmachen hier. Aber wir brauchen diese verdammten 3 Sterne. Wenn es eine deutsche Insel wäre, bräuchtest du eine Genehmigung. Stimmt. Hast du recht. Hast du absolut recht. Ja, stimmt. Okay, warte mal, hier beim Eingang von dem, komischen Haus da. Ach, scheiße, jetzt habe ich Kacke gebaut. Pisse. Toll. So, dann machen wir hier weiter. Nein, da wollte ich jetzt nicht so. Ach komm, das ist doch wirklich ein Witz. Wie kann man nur so sein? Oh, warte mal, ich muss kurz vorlesen, ganz kurz. Mumie87, Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank. DJ Run, Dankeschön für 10 Monate. Und Aggressive, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen und danke dir. Warum setzt du die immer dahin? Junge, willst du mich ärgern? Ich geb dir gleich. Kann ich hier keine hinsetzen? Geht das nicht? Willst du mich flachsen oder was? Oh, wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so sein? Ach, der pflanzt die immer unter sich, oder was? Ah, okay. Was für ein Lauch. So. Ach, scheiße. Ich bin ein Mann, ja. Ich habe den männlichsten Charakter, den man haben kann in diesem Spiel. So. Okay, was ist eigentlich... Wie sieht das aus, wenn ich diesen Skorpion hinsehe? Hat der ein Terrarium? Och.
Nur so ein kleines. Na, okay, das ist lame. Ich dachte, der hätte vielleicht so ein großes, weißt du. Da ist ein Geschenk, guck mal. Wir haben aber keine Zwille mehr. Haha, scheiße. Keine Zwille mehr am Start. Geil. Okay, ja, hat ein bisschen für Blumen hier gereicht. Leider nicht für viel. Wir können ein bisschen Unkraut noch sammeln vielleicht. Das können wir machen. 9 Bewohner haben wir uns rangeholt. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen das Unkraut hier raus. Haben wir überhaupt Unkraut? Da ist ein bisschen was. So viel haben wir gar nicht, ne? Glaube ich, oder? Der kann sich gar nicht in der Box drehen. Ja, das finde ich halt auch nicht so geil. Ich dachte, das wäre ein schönes großes Terrarium, aber ist es leider nicht. Schade, dass man das nicht holen kann. Safe hätte ich mir den ins Zimmer gestellt. Sea Life, Dankeschön für deine 8 Monate. Dankeschön. Thank you very much. Okay, machen wir erstmal auf der Insel hier, auf der Hauptinsel quasi alles clean und dann gucken wir mal. Wir müssen dann auch gleich mal die erste Insel besuchen gehen. Die erste, also, ne, wir gehen gleich 2 Inseln besuchen. Ich räume jetzt hier auf der mittleren Insel noch das ganze Gemüse weg. Dann gehen wir Insel besuchen. Und dann spielen wir noch ein Stündchen Diablo oder sowas. Okay, da haben wir auch, da haben wir auch. Wunderbar. Ich will auch so einen Anzug. Nein, glaub mir, das willst du nicht. Das willst du nicht. So, hier ist auch alles weg. Da haben wir noch ein bisschen was. Okay. So, hier ist, glaube ich, schon mal soweit clean, ne? Ja, sieht gut aus. Lass uns mal gerade checken, wie jetzt die Insel, ob sich da schon irgendwas verändert hat. Ich glaube nicht, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Ach so, wir bräuchten ja auch noch... warte mal, wie war das nochmal? Wie konnte ich nochmal bei Leuten auf die Insel kommen? Wir mussten befreundet sein, ne? Nee, Quatsch, wir mussten irgendeinen Code eingeben, oder? Glaube ich. Ach, schlafen, yo. Träum oder Dodo-Code? Ja, ich glaube, per Traum ist doch easy, oder? Wir machen den Traumcode, ich glaube, das passt. Code. Gut. Das mit den Blumen, Okay, wir haben halt auch noch nicht viel gemacht jetzt, ne? Ja, jetzt, Alter. Was, Hilfe, was willst du von mir? Meine Güte. Wir gucken mal. Ist das hinter der Switch-Controller von Dry? Ja. Ja. Genau das ist er. Der hier oben. Ganz klein zu sehen ist am Bildschirmrand. Ja. Ich guck mal gerade, wir haben doch irgendwo... Oh, eine Mücke. Wir haben doch irgendwo... warte mal. Bei uns im Lager, wir haben doch auch Brunnen und sowas, ne? Hatten wir nicht Dingens gehabt hier? Wir haben doch schöne Dingens gehabt hier. Brunnen und so eine Schinken, nicht? Hier, guck mal, sowas zum Beispiel. Ein Zypressenbad. Oder aber auch... Wir haben da übrigens noch mehr Blumen, sehe ich gerade. Und wir haben auch noch Zäune. Komm, wir nehmen mal kurz die Zäune mit und die restlichen Blumen, die wir da noch haben. Die nehmen wir auch mal mit. Das sind irgendwelche Setzlinge, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ist das alles, was wir hatten? Ich dachte, wir haben schon voll viel gekauft irgendwie. Aber das ist irgendwie jetzt ein bisschen enttäuschend gerade. Das ist ja lame. Hm, okay. Wir machen per Traum. Motivierter Manfred. Momfred. Wir machen per Traum. Das ist einfacher. Wenn ich dann gleich Bescheid sage, könnt ihr euren
Code da reinschreiben in den Chat und ich suche mir halt einfach irgendeinen aus. Hä, kann ich die nicht pflanzen oder was? Ah, hier. Nein. Ach, das sind schon gepflückte Blumen, ne? Ah, okay. Naja, okay, okay, okay. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Egal. Was wollte ich noch machen? Ach ja, dieses Zypressending, ne? Das könnten wir... Wo stellen wir das denn mal hin? Wir könnten das theoretisch gesehen... Passt das dahin? Nee, ne? Dafür ist es wahrscheinlich zu breit. Hilf nicht, du Platz. Der Traum ist aber nicht so gut wie per Dodo-Code. Naja, doch, das ist schon okay. Wir wollen uns ja nur die Insel angucken. Das ist schon in Ordnung. Das ist schon okay. Ich weiß nicht, wo stellen wir das Ding denn hin? Ich habe keine Ahnung. Das ist nur Unkraut übrigens. Könnten es hier hinsetzen? Haben wir noch eine Melone? Ne, haben wir nicht. Ach komm, ich stell's aber mal hier hin. Was soll der Geiz? Scheiß da unten drauf. Es geht ja erstmal nur um die Sternebewertung. Ja, der Baumstumpf müsste weg. Haben wir irgendwo eine Kirsche? Ich brauche eine Kirsche. Kirsche, Kirsche, Kirsche. Da haben wir eine Kirsche. Guck mal. Ach ja. So. Und dann machen wir den Stumpen da mal weg. Mm. Schön den Kern und die Würmer mitgegessen. Nice. So, warte, warte, warte. Schaufel. Ups. Sehr gut. Dann können wir das Ding auch nehmen und vielleicht ein bisschen weiter hier vorne hinsetzen. So. Gefällt mir da jetzt zwar nicht wirklich, aber es geht um die Sternebewertung und nicht um mehr. Das passt schon. So, okay. Da gehen wir mal schlafen oder was? Machen wir. Und da könnt ihr schon mal euren Traumcode behalten. Bereithalten. Und dann können wir ja mal gucken. Was hier so geht. Ja. Schlafe klingt gut. Schlafe klingt gut. Ein kleines, entspanntes. Schläfchen. Ui, ui, ui. Uah. Ui, ui, ui. Ah. Ich heiße Sie willkommen. Digitale Träume warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Also, vielleicht magst du ja mal in meine WhatsApp-Gruppe kommen. Und dann zeige ich dir, wie du nächste Woche schon mit deinem Umsatz einen Porsche Cayenne fahren kannst. So, ich möchte träumen. Wo bin ich noch gleich? Ich möchte aufwachen, Traum teilen. Was muss ich nochmal? Ich möchte träumen, glaube ich, war das, ne? Ja, dann stellen wir eine Verbindung zum Internet her. Internet! Internet! Ich habe die in der Steckdose, ey. Sonst klappt das nicht. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, weißt du, was ich mache? Ich mache einfach hoch und runter die ganze Zeit.
Und das vom Chat nehme ich dann einfach, wo ich gerade drauf bin. Oh! Asami Salami. Hey! Okay, pass auf. Asami Salami. Watch out. I'm coming. I'm coming over to ya. And I'm gonna destroy that fucking town. Huh? So. 8-8. So. Könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeigucken, ne? Könnt ihr ja nichts kaputt machen. Bei der guten Asami Salami. Internet. Diese Atomanlauf gehört zu einer Insel namens Skü... Toll. Skyrim. Nice. Let's go. Ja, dann mal auf nach Skyrim. Internet. Öffnen Sie Ihren Geist im Datenstrom. Das sage ich das nächste Mal auch zum Techniker, wenn er wieder vor der Tür steht. Finden Sie Ihr inneres Chakra. Und setz das scheiß Modem! So, da sind wir. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Oh, was ist das da hinten? Ist das eine TARDIS da hinten oder was? Let's go. Auf in die TARDIS. Ja, Teach, so ist das. Ja, das stimmt. Here we are. Oh, geil, hier gibt's Süßes. Oder liegt was 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 Süßes. Oh, das Ding ist cool. Das sind lauter Baumstumpen. Okay, okay. Das ist auch nice hier, das Ding. Boah, das sieht voll cool aus, wenn du hier so die Brücke hochläufst und dann kommst du da hinten ins Museum. Oh, wie geil. Oh, guck mal hier. Jetzt will ich da was ausgraben, verdammt. Scheiße. Hier geht's ins Museum? Guck mal, das wirkt, wenn du Wege hast, ne? Wenn du Wege hast, wirkt sowas gleich viel anders irgendwie, ne? Das wirkt gleich viel hochwertiger alles. Voll geil. Modeschneider, wie bekommt man den denn? Ah, das ist Nukes Laden. Wie bekommen wir denn eine Modeschneiderei? Hä? Oh mein Gott! Ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. Ah, jetzt geht's wieder. Das ist ja cool. Boah, wie geil. Aber warum dreht sich das grüne Ding so schnell? Wie viel hat das Ding gekostet, Salami? Das war doch bestimmt teuer, oder? Ich meine, wenn so ein scheiß Billardtisch schon 77.000 kostet. Ganz ehrlich. Ach, das war ein Rezept. Okay, okay, cool. Oh. Ist das hier ein Friedhof? Stein. Cool. Lukas, ich danke dir vielmals für 53.